Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum heutigen zweiten Renntag hier auf der Untermeister Pferderennbar. Wir haben heute viele, viele Zuschauerinnen, viele Leute erlebt hier auf der Rennbahn, beim Zuschauen, schon bei den Rennen, beim Haflinger Rennen und den 6 Rennen mit Vollblutpferden. Als heutigen Gast habe ich hier Freitag Claudia, eine alte, junge Bekannte, genau, die schon vor vielen Jahren hier in Meran auf dem Pferderennplatz angefangen hat. Sie ist Amazone, sie ist Trainerin, sie ist Pferdebesitzerin und ich freue mich, mit dir auch über die heutigen Rennen zu plaudern. Ja, danke Hubert. Hallo meinerseits. Ja, tatsächlich ein wunderschöner Tag. Auch das Wetter war mit uns und Zuschauer ohne Ende. So wünschen wir es uns auch für die restliche Saison. Ja, und wir schauen uns den heutigen Renntag an. Schauen wir, wie es gegangen ist. So, Frau Stefanie, Sie kommen aus Stuttgart, sind das erste Mal hier auf der Rennbahn und ich möchte einfach einige Eindrücke vom heutigen Rennen von Ihnen hören. Wie es Ihnen gefallen hat hier die Rennbahn, die Pferde oder haben Sie dann auch gewettet? Einfach sagen Sie, wie Sie sich hier auf der Pferderennbahn fühlen und wie es sich finden. Also entdeckt haben wir das Ganze ja beim Wandern, immer wieder von oben geschaut und heute war Rennen zufällig. Deswegen sind wir hier, haben die wunderbare Führung bei Ihnen mitgemacht, dass wir das auch noch erleben, innen drin. War total spannend und für mich das Ganze aufregend, was wir gerade gesehen haben, das Pferd, was ein bisschen gebockt hat. So, und gewettet haben wir natürlich auch. Aber der ganz große Gewinn heute nicht passiert, aber trotzdem war es sehr spannend. Schöne Eindrücke haben wir mitgenommen. Okay, danke schön, freut mich. Und ja, haben Sie bei den Wetten etwas gewonnen, sagen Sie, sodass der nächste Südtirol-Urlaub drin scheint? Der Südtirol-Urlaub ist nicht drin, aber ein schöner Aperitivo heute Abend. So, wir haben die Eindrücke des heutigen Renntags gesehen. Wir, Claudia, ich werde dich dann fragen, wie du das heutige zweite Rennen gesehen hast, wo Bartosch, Eichner die Sieger waren mit Kenzo de Schnoo. Und ja, ich frage dich mal als Trainerin, als Pferdebesitzerin und natürlich auch als Amazone, wie du den heutigen Renntag gesehen hast, vor allem das zweite Rennen. Ja, das zweite Rennen kommt jetzt für mich nicht sehr überraschend, dass Trainer Warner ein Pferd perfekt für dieses Debütantenrennen vorbereitet. Er ist einfach der Pferdemann für mich. Es ist mein großes Vorbild immer gewesen und deswegen, ich freue mich, dass der Südtiroler Besitzer Eichner dieses Rennen gewonnen hat und ich freue mich auch für Trainer Warner. Ja, Claudia, schön, dann schauen wir uns einfach das zweite Rennen mal an. Okay. Ja, wir haben gerade ein wunderschönes Rennen gesehen, die Dreijährigen. Und dein Sieg, hast du den erwartet? Oder am Anfang warst du ja nicht so überzeugt, aber wir haben gesehen, dass er sich nach der Hälfte des Rennens wunderbares Rennen gelaufen ist und auch das Finish, sehr gutes Finish gemacht hat. Nein, den Sieg erwartet haben wir uns sicherlich nicht, weil das Pferd noch den ersten Start in Leben gemacht hat und ein sehr grünes Pferd noch ist. Ich bin mir überzeugt, dass er von Rennen zu Rennen besser wird, aber der Jockey Bartos hat gesagt, noch Hälfte Rennen hat er sehr schön galoppiert und dann hat er ihn einfach galoppieren lassen und hat einen wunderschönen Finish gemacht. Ja, das haben wir jetzt gesehen, dann schauen wir uns eben das dritte Rennen an, Claudia, bei dem du mit deinem Pferd mit dabei warst. Ja. Und einfach schauen wir uns an, Sieger war Painful, war Bilabate, aber dein Painful ist mitgelaufen. Erzähl uns einige Eindrücke vom dritten Rennen. Ja, Bilabate ist ein sehr gutes Pferd und war heute wahrscheinlich nicht zu schlagen. Painful war auch sehr gut drauf, hätte sich wahrscheinlich ein bisschen zwischen dem zweiten, dritten und vierten Platz bewegt, aber Luigi, unser Reiter, ist ein unerfahrener Reiter, ein junger Reiter, der noch viel lernen muss und hat heute einige Fehler gemacht, die er sich aber bestimmt merken wird und nicht mehr machen wird.
Ja, Claudia, wir haben gehört, wie es dir gegangen ist und jetzt schauen wir uns das dritte Rennen einmal an. Herzlich willkommen in Meran, heute zweiter Renntag, dein erster Sieg. Villabate, heute ein sehr schönes Rennen gemacht, ein paar Worte zum Rennen heute. Ja, das Rennen ist sehr gut gegangen. Er ist wie immer ein bisschen langsamer gestartet, aber nachher, als er auf den Beinen war, hat er die Situation kontrolliert und er ist sehr ein gutes Pferd. Er ist sehr speziell, aber wenn er gut drauf ist und nicht zu nervös, dann ist und bleibt er ein sehr, sehr gutes Pferd. Ja, Claudia, wir haben das Rennen gesehen, wir haben einige Eindrücke vom heutigen Renntag gesehen. Wir wünschen dir natürlich alles, alles Gute für die bevorstehende Saison. Noch einige Eindrücke von heute und das, was du in Zukunft noch machen wirst für die heurige Saison. Ja, ich habe zwei Pferde hier in Meran und ich denke, wir werden einige Rennen bestreiten. Außerdem habe ich Pferde, die in Mailand und Rom laufen. Ich werde mich also wie immer ein bisschen aufteilen. Dankeschön, Claudia. Danke fürs Kommen. Danke dir. Alles, alles Gute für die Zukunft. Alles Gute danke. Für die Saison. Wir möchten Sie natürlich für den nächsten Renntag einladen. Pferde, Jockeys, Emotionen. Für heute sagen wir Dankeschön. Und nächsten Sonntag sagen wir Ihnen wieder herzlich willkommen bei dieser Sendung. Martone. Abbigliamento ed accessori per uomo e donna. A Merano.